Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mass Effect. Die Batterianer sind besiegt und leider halt auch ein paar Geiseln dabei verloren. Aber was tut man nicht alles, um die Mission abzuschließen? War hier oben noch irgendwas? Ich glaube eher weniger. Wir können, glaube ich, auch nicht direkt zu Normandy. Nee. Da geht's zur Krankenstation. Das ist interessant. Möchte ich denn zur Krankenstation? Ah, das ist die, okay. Dann füllen wir mal unser Medigel wieder auf. Sogar ordentlich aufgefüllt. Und verlassen den Ort des Schreckens. Also ich glaube, die Batterianer haben sich da ganz schön erschreckt. Bist du eine Tür? Du bist keine Tür. Ach stimmt, wir kamen, glaube ich, auch da von unten. Das war so eigentlich nicht geplant. Na, sieh mal einer an. Simon ist noch da. Wenigstens ist meine Heimat sicher. Ich sollte mich daran festhalten, nicht wahr? Ja, schon. Da waren wir schon dran. Na gut. Ab zur Oberfläche haben wir ja, ich glaube, sonst haben wir ja auch alles abgegrast, oder? Kann man den Marco reinhüpfen? Jawohl. Die Fusionsantriebe haben wir alle gemacht. Auftrag sagt... Ja. Ab zu Sovereign. Erst zu Normandy. Und dann gehen wir mal gucken, ob wir da hinkommen. Ich glaube nicht, dass unsere Mitglieder was Neues zu sagen haben, oder? Ich gehe mal kurz gucken. Genau, salutier, du Sau. Ashley könnte vielleicht... Vielleicht können wir da weitermachen, wo wir aufgehört haben das letzte Mal. Oder... wo wir so rüde unterbrochen wurden. Wäre ja schön. Hui. Ich glaube, ausrüsten können wir es auch noch mal kurz, oder? Commander? Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Uns steht ein schwerer Kampf bevor. Flotten aus... Ich glaube, unsere Chancen stehen ziemlich schlecht. Die Chance. Und das kotzt mich an. Das kennen wir ja schon. Wir unterhalten uns später. Ich freue mich schon darauf, Skipper. Habt ihr noch irgendwas, was wir ausrüsten könnten? Nee. Haben wir nicht mehr allzu viel da. Gut. Dann geht's jetzt los. Fahrstuhl bitte aktivieren. Und wir müssen nach Ilos. Sesam, öffne dich bitte mal. Danke. So ein feiner Sesam. Okidoki. Dann geht's mal los. Wiedersehen, Asteroid. Hallo, Ilos. Ab in die Refuge. Und wusch. So, dann gucken wir doch gerade mal, ob es da noch irgendwas zu erkunden gibt. Da schon mal nicht. Da auch nicht. Gut. Landen wir doch einfach mal.
Skipper? Du musst mich nicht so nennen. Ich bin jetzt ein Verräter. Und ich sollte diese Uniform wahrscheinlich nicht mehr tragen. Wir mussten das tun, Shepard. Das wissen Sie. Es gab keinen anderen Weg. Und für mich werden Sie immer der Skipper sein. Oh, Captain. Mein Captain. Zuerst Alfred Tennyson, jetzt Walt Whitman. Du bist voller Überraschungen. Mein Vater liebte diese pralle Poesie. Meine Mutter bevorzugte hingegen Plath. Ich bin keine Frau des Wortes, Shepard. Andere Leute können meine Gedanken besser in Worte fassen als ich. Wir sind Meuterer, die mit einem gestohlenen Schlachtschiff in das gefährlichste System der Galaxis fliegen. Betrachten Sie uns einfach als die besten und klügsten Menschen. Man hätte uns nicht diesem Schiff zugewiesen, wenn es nicht so wäre. Wir werden die Sache erledigen. Und wenn nicht, dann müssen wir uns wenigstens nicht dem Erschießungskommando stellen. Der Tod schließt alles ab. Doch etwas vor dem Ende, ein Werk von edlem Ruf, kann man noch tun, das nicht unwürdig ist der Männer, die mit Göttern stritten. Wir kommen wieder nach Hause, Shepard. Ich glaube, dass du uns da durchführst. Oh, Captain, mein Captain. Dies könnte vielleicht die letzte Nacht sein, die wir am Leben sind. Hast du schon was vor? Ist das ein Frontalangriff? Nach dem ganzen Training solltest du wissen, dass der direkte Weg nicht immer der beste ist. Man muss den Feind erst aus der Reserve locken. Es gibt Regeln, die uns das untersagen. Weißt du das? Bist du bereit, mit den Konsequenzen zu leben? Ich habe mein ganzes Leben gekämpft, um das zu kriegen, was ich haben wollte. Und dafür musste ich auf viele Dinge verzichten. Während der ganzen Zeit hatte ich nicht einmal das Gefühl, dass ich das, worum ich kämpfte, auch verdient hätte. Bei dir fühle ich mich jedoch gut. Schlaf heute Nacht hier, Ash. Bei mir. Tapfere Worte, Shepard. Das gefällt mir. Ich glaube, ich weiß im Moment ziemlich genau, was Sie mögen. Sie haben gerade erst an der Oberfläche gekratzt. Gehen Sie mal ein bisschen tiefer. Nicht schlecht. Das gibt dem Runter- und 20 Liegestütze eine ganz andere Bedeutung, was? Würdest du die Augen verdrehen, wenn ich zugebe, dass ich zum ersten Mal seit Monaten das Gefühl habe, dass mit der Galaxis alles in Ordnung ist? Ja. Brücke an Commander Shepard. Wir erreichen in 5 Minuten das Mu-Portal. Die Pflicht ruft. Geh auf die Brücke, Skipper. Ich muss erst noch die anderen Waffen überprüfen. Hey, Shepard? Was immer da unten passiert, da wollte ich vorher nur noch sagen... Warte, weißt du was? Ich sag's lieber nicht. Wenn du das wirklich hören willst, dann musst du schon zu mir zurückkommen. Commander? Wir haben Besuch. Haben Ihre Sensoren uns schon erfasst? Die Tarnsysteme sind aktiv. Solange Sie uns nicht sehen können, wissen Sie nicht, dass wir hier sind. Ich habe ein paar seltsame Aufzeichnungen von der Planetenoberfläche. Bringen Sie uns runter, Joker. Folgen Sie den Koordinaten. Das geht nicht, Commander. Die nächste Landezone ist 2 Klicks entfernt. Zu Fuß werden wir es nicht rechtzeitig schaffen. Bringen Sie uns näher ran. Näher geht es nicht. Es gibt keine Möglichkeit. Mit dem Marco absetzen. Für eine solche Landung brauchen wir mindestens 100 Meter freie Fläche. In Sarens Nähe gibt es nur 20 Meter. 20 Meter? Das reicht nicht, um runterzugehen. Wir müssen es versuchen.
Wir müssen eine andere Landezone finden. Es gibt keine andere Landezone. Der Landewinkel ist zu steil. Das ist unsere einzige Chance. Das ist keine Chance. Das ist Selbstmord. Wir können nicht... Das kriege ich hin. Joker? Das kriege ich hin. Etwas Beeilung und runter zum Marco. Joker, setzen Sie uns direkt vor seine Füße ab. So, dann können wir mal nachschauen. Wen nehmen wir denn mit? Ashley. Ja, die hat ja vorhin schon ganze Arbeit geleistet. Hüstel. Und Liara. Ja, komm. ja. Ich glaube, die freuen sich, die beiden. Guck, ob die sich anzicken. Wäre lustig. Hineinkommen, bevor Saren die Röhre findet. Diese Tür kann man nicht mit brutaler Gewalt überwinden. Aber Saren hat sie irgendwie geöffnet. Irgendwo in diesem Komplex muss es so etwas wie einen Sicherheitsschaltpunkt geben. Wir müssen einen Weg finden, ihn wieder zu aktivieren. Okay, angekommen. Ich muss auch sagen, die Mission hier erinnert mich immer so ein bisschen an eine Mission aus Knights of the Old Republic. Oh, da haben wir schon ein paar Schützen. Wo kommt ihr denn auf einmal her? Ich muss sagen, ich mag die Schrotflinte echt gerne. Oh, der war noch nicht ganz durch. Tschüss. Gegen die Schützen sind die aber auch... Die fallen ja hier um wie die Fliegen. So, dann erledigt ihr den mal. Oh. Da wird es schon wieder etwas heikler. Der war auch relativ schlecht geworfen hier. Heilen wir uns mal. Du kannst mal weg, danke. Achso, ihr ballert da drauf. Toll. Bis der gleich wegkommt. So. Zerlegt. Dann Moment, jetzt mal in Ruhe. Ich werde jetzt doch mal die Waffe wechseln. Was ist das eigentlich? Immunität. Oh, gar nicht schlecht. Dann einmal zack. Liara wiederholen. Immunität drauf. Die restlichen weghauen. Hast du gut gemacht, Liara. Au. Sehr schön. Ja gut, Ashley ist auch hier Kampfsau, die macht das schon. Dankeschön. Ich nehme einfach mal alles mit. Wir haben jetzt wieder Platz im Inventar. Dass du dich hier in der Ecke verkriechst. Ja, ja, ja. Kann ich speichern? Ich kann speichern. Gut, Liara ist wieder da. Heilen wir sie mal. Na gut, wir heilen sie gleich hoch. Aber hier war doch noch eine ganze Menge zu plündern, oder? Na gut, die können wir nicht öffnen. So, dann sei bitte mal wieder fit. Alles klar. Gehen wir da runter. Wie gesagt, hier diese Höhlen, die erinnern mich halt sehr an diese eine Mission aus Knights of the Old Republic. Ich weiß nicht, 1 oder 2, welcher Teil es genau war.
Da mussten wir auch, glaube ich, in irgendwelche alten Jedi-Ruinen rein. Das war dann ganz ähnlich, auch hier von der Farbgebung und so. Weil hier diese Geth-Portale oder Schalt-Dinger. Terminals, genau, das Wort hatte ich gesucht. Verdächtig weitläufig hier. Ah, Hallöchen. Ja, dann bitte mal hochsteigen. Granate. Bam. Wir strecken euch dann noch schnell wieder. Du glaubst, dieses lächerliche Schild kann dich retten? So nicht, mein Freund. So nicht. Gut, da, ach, da haben wir noch zwei Gegner. Deswegen ist das mit dem Speichern auch nicht. Au. Jetzt dürften wir aber wieder, oder? Na? Noch nicht so ganz. Und wir haben die Türsteuerung. Prima. Dann mal ab rein hier. Das bringt nicht allzu viel. Nun gut, gehen wir nach oben. Blöde Drecksviecher. Die immer so schnell sind. Die scheinen hier so ihre festen Punkte zu haben. Habe ich den Eindruck. Wo die mal hinspringen. Hier geht's dann wohl weiter. Alles ruhig. Alles ruhig. Hallo Fahrstuhl. Mal schauen, wo der uns jetzt hinbringt. Ich schätze mal nach unten. Würde ich mal raten. Einfach. Hier gibt es noch Strom. Dieses System hat anscheinend einen eigenen Generator. Ich wette, dies ist der Kommandoraum für den ganzen Komplex. Sarens Truppen müssen von hier aus die Türen versiegelt haben, nachdem er reingegangen ist. Wir müssen herausfinden, wie wir die Sicherheitsblockade aufheben können, um in den Bunker hineinzukommen. Na gut, dann schauen wir mal. Ein Minütchen haben wir ja noch. Ah, schade. Vielleicht jemand, obwohl ich glaube, dieser Kaidan war der einzige mit Dechiffrierung bei uns. Au, nicht umlaufen bitte. Danke. So, die Waffe kannst du ruhig gedrückt halten. Liara zerlegt es mal wieder. Und ich merke, die Waffe hier ist auch nicht so prickelnd. So, auf Wiedersehen, Kommandant. Aufstieg, gut. Gut gemacht. Bin stolz auf euch. Einfacher Frontkämpfer hier. So, die Dinger können wir leider nicht hacken. Aber wir können Liara mal heilen. Und wir können mal speichern. Und uns dann hier im nächsten Part mal wieder umschauen. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß und seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.